Was gibt es Schöneres, als durch Palma zu flanieren? Im Frühjahr duftet die Luft nach Lavendel, nach kühlen und klammen Wintertagen, die schon dem Komponisten Frédéric Chopin in Val de Mosa zu schaffen machten. Im Sommer flirrt die Hitze auf dem Asphalt. In der Morgenstunde sind alle auf den Beinen, um der glühenden Mittagshitze zu entgehen. Und im Herbst und Winter kehrt Ruhe auf den Straßen ein. Die Stadt gehört wieder den Palmesanos. Die richtige Zeit, um die Boulevards Schritt für Schritt zu erkunden, stehen zu bleiben und auf sich wirken zu lassen. Der Platz vor der Kathedrale mit seinem künstlich angelegten Wasserbecken und seinen modernen Skulpturen steht im krassen Gegensatz zur altehrwürdigen Kirchenanlage. Doch ganz Palma scheint aus Widersprüchen zu bestehen. Historisch auf der einen, jung und modern auf der anderen Seite. Eigenschaften, die sich nicht ausschließen, sondern sich perfekt ergänzen und so das Charisma der Stadt ausmachen. Der Passage des Born ist heute nicht nur Flaniermeile. Er gehört auch zu den Verkehrsadern Nummer 1 in Palma. Fast unvorstellbar, dass sich hier und weiter oberhalb an der Rambla den Passanten vor einem halben Jahrtausend ein ganz anderes Bild bot. Im Oktober 1403 rauschte hier nach heftigen Regenfällen ein reißender Sturzbach quer durch Palma. Er zerstörte 1500 Häuser, knapp 5000 Menschen kamen ums Leben. Die Schneise, die die Gota Fria in den unbefestigten Boden fraß, reichte von der heutigen Rambla über die Straße Union und dem Borne hinunter bis zum Almudaina-Palast und schließlich zum Meer. Der Schock saß tief. Man war sich einig, der Fluss musste umgeleitet werden. Doch erst über 200 Jahre später, 1620, folgte der seinem neuen Lauf. Das alte Bett aber blieb bestehen und brachte die beiden Boulevards hervor, die Rambla und den Passage des Born, die Prachtstraßen, die seitdem um den besten Ruf buhlen. Kunst und Blumen, Autos und Menschen bevölkern die Rambla. Sie versprüht einen zwiespältigen Charme zwischen abgeblättertem Schick und authentischem Reiz einer mediterranen Großstadt. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Frage vom Anfang beschäftigt uns wieder. Doch auch beim angestrengten Blick in den Brunnen mit seiner spiegelgleichen Wasseroberfläche bleibt es still. Die Frage muss sich jeder Spaziergänger selbst beantworten. How could you be so careless?